Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Heute habe ich euch ein bisschen Licht mitgebracht. Und zwar habe ich eine alte Lampe von mir, die mir sehr am Herzen liegt, auseinandergenommen und werde die upcyclen. Und was daraus entstanden ist, das zeige ich dir jetzt. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und am Schluss sehen wir uns nochmals.
Wie immer natürlich hoffe ich, es war eine kleine Inspiration für dich. Du hast natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn du keine so Perlmutterblätter hast, dann kannst du ja auch nur alte Knöpfe nehmen oder was dir gerade in die Hände fällt, da weiß ich, seid ihr kreativ genug. Ich habe hier meine alte Lampe. Ich zeige die kurz. War meine absolute Lieblingslampe. Ich habe auch sehr lange darauf gespart und sie hat mich jetzt fast 20 Jahre begleitet. Da ich aber in meinem Leben all fast 2 Jahre umgezogen bin, ist sie jetzt nun ein bisschen beschädigt, hat ihre Spuren und da ich sie ja nicht wegwerfen will, werde ich jetzt ganz viele solche kleine Lampen, das ist meine Idee zumindest, herstellen, modern, das ist jetzt ein bisschen rustikaler. Da möchte ich auf jeden Fall was daraus machen, wenn ich sie schon nicht mehr aufhängen kann. Ich habe hier bei der Lampe, meine Mutter hatte so eine, von Ikea gibt es diese, fürs Kinderzimmer, so diese Wolken für an die Wand, so eine kleine Lampe und die wollte sie entsorgen und dann habe ich das Innenleben, also den Lichtkörper habe ich rausgenommen und habe das verwendet. Also auch wenn ihr alte Lampen habt, wo ihr aber den Lichtkörper noch benutzen könnt, dann gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es einfach, du nimmst einfach eine Schale oder welche Form du haben möchtest und machst die Löcher rein und montierst alles zusammen und dann war es das eigentlich schon. Ich werde euch in Zukunft sicher noch ein paar Lampen zeigen, weil ich brauche für unten noch eine Lampe, die wird aber wesentlich moderner, auch vom Aufbau ein bisschen anders. Und nächstes Wochenende sehen wir uns ja schon bereits wieder, denn ich war fleißig und habe Kerzenständer gemacht. Einer ist schon fertig, beim anderen bin ich noch dran und da bin ich sehr gespannt, wie der ausschaut, wenn der fertig ist. Das ist für mich selber auch ein Experiment gewesen, aber ich freue mich drauf. In diesem Sinne, abonniert meinen Kanal. Über einen Kommentar von euch freue ich mich immer sehr. Geht auf meine Webseite, da ist ein Shop drin, da könnt ihr einige Sachen, die ich auf YouTube gezeigt habe, käuflich erwerben. Und alle Jahreskurse stehen drin. Der Wochenkurs im Juni ist ausgebucht, aber der im April, da hat es noch Platz, der geht auch eine Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich hier im Atelier persönlich begrüßen dürfte. In diesem Sinne, es ist alles gesagt, genießt noch den Restwinter, bleib kreativ, umarm deine Liebsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.